Hey Leute und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute mal wieder ein kleines Outdoor-Video, ein kleines Bushcraft-Video. Ja, eine ganz spontane Nummer und ich würde sagen, wenn ihr Bock drauf habt, bleibt dran. Dann nehme ich euch mal mit auf diesen kleinen Kurztrip hier mitten irgendwo aus der Walachei. Ja, ich habe mein Lager jetzt soweit schon aufgebaut, weil es wurde echt zeitlich knapp. Aber so Lagerbau und sowas werde ich in anderen Videos auch nochmal zeigen. Da werde ich noch ein paar extra Videos zu drehen. Und ja, ich mache jetzt ein kleines Feuerchen, baue mein Hobo auf. Und würde ich sagen, sehen wir uns wieder. Bis gleich. Ja, Feuerchen brennt. Würde ich sagen, ein bisschen nachlegen. Und ich habe mir so gedacht, jetzt ist es leider zu dunkel, aber dafür werde ich morgen früh mal ein kleines Ausrüstungsvideo noch mal machen. Die Ausrüstung, die ich dabei habe, wenn ich Auto unterwegs bin. Gut, ich werde nicht alles dabei haben. Meine Hängematte, die habe ich daheim gelassen. Aber da kann ich auch nochmal ein extra Video drüber machen. Schreibt es einfach in die Kommentare, wenn ihr darüber nochmal ein Video haben wollt. Und ja, ich werde jetzt gleich noch die Bildtierkamera aufhängen. Und je nachdem, was dabei rumkommt, werde ich euch auch zeigen, was bei den Aufnahmen bei rumgekommen ist. Und boah, ich sitze schon auf dem Boden hier auf die Isomatte. Und ja, würde ich sagen, blende ich die Aufnahmen von der Wildtierkamera einfach mal ein, falls welche kommen sollten. Ja, mein Feuerchen geht langsam aus. Muss nachlegen. Und ja, ich würde sagen, ich werde mir jetzt erstmal Wasser besorgen. Wenn ich mir Wasser besorgt habe, dann melde ich mich nochmal bei euch. Also, bleibt dran. Leute, ich bin zurück. Wildtierkamera ist aufgehangen. Und den ganzen Bach ein bisschen Wasser abkochen. Weil mir ist auf dem Weg hierhin mit dem Wasser ausgegangen. Und ja, ich würde sagen, dann begleitet mich doch einfach bei meinem kleinen Abenteuer. Und ich erzähle euch noch ein bisschen was. Leute, ich bin jetzt zurück vom Wasser. Wasser ist abgekocht und abgefüllt. Und ja, ich würde sagen, ich sehe gerade hier mein Feuer geht langsam zu Neige. Und da dachte ich mir, spalten einfach mal zusammen ein wenig Holz. Auch mal was vorbereitet. So. Brauchen wir einen Ast. Ja, sowas tut's. Und ein kleines Allzweckwerkzeug. Ich hoffe, das seht ihr auf dem Video. Einfach mal ein bisschen Holz spalten. Hat wunderbar funktioniert. Ja. Ihr seht, ich habe hier ein bisschen was vorbereitet. Ja, jetzt werden wir erstmal ein bisschen neues Feuer machen. Und ja, auf jeden Fall zum Thema Holzspalten, Outdoor, Überleben, einfach draußen sein. Würde ich sagen, mache ich jetzt mal ein bisschen unbezahlte Werbung. Hier, das schöne Stück hier. Das ist das neue Ambolo von der Firma Wolfgangs.
wirklich ein Top-Messer. Ich habe das jetzt selber knapp 2 Monate im Test. Und ist geschmiedet aus D2-Stahl. Also D2-Stahl ist sehr stark widerstandsfähig. Behält lange die Schärfe. Ja, ihr könnt euch euer eigenes Messer auch zusammenstellen. Sprich Klinge, Griff, Heideckscheide. Und gibt's zig Ausführungen. Schaut einfach mal bei Wolfgangs vorbei. Und guckt mal. Das ist ein Top-Messer. Damit könnt ihr schneiden, schnitzen, filetieren, Holz spalten. Top. Jegliche Arbeit. Sei es im Alltag. Sei es Thema Bushcraft. Oder sonst was. Könnt ihr immer gebrauchen. Und ich würde sagen, das war's zum Thema Messer. Ich werde euch auch nicht hier zu voll texten, nur mit Messern. Ne? Und hier kommt schon langsam wieder das Viehzeug. Ja, werde jetzt mal ein bisschen Holz nachlegen. Und dann werde ich die Wildtierkamera noch mal aufhängen. Oder mal aufhängen. So. Und dann würde ich sagen, melde ich mich nochmal, bevor ich schlafen gehe, bei euch. Okay. Bis gleich, Leute. Leute, ich bin zurück. Wildtierkamera ist aufgehangen. Und ja, ihr seht, es raucht schon mein Hobus aus. Und ich habe mich jetzt auch entschieden. Ich werde jetzt auch mal eine Runde pennen gehen. Und falls ich die Nacht noch irgendwas tun sollte, werde ich auf jeden Fall die Kamera nochmal anmachen. Und ansonsten würde ich sagen, bis morgen früh, schlaft gut. Gute Nacht. Ja, guten Morgen, Leute. Ich bin auch endlich wieder unter den Lebenden. War eine recht entspannte Nacht. Obo läuft schon wieder. Geht auch so langsam schon wieder aus. Ich lasse das jetzt noch runterbrennen, baue in Ruhe mein Lager ab. Und dann begebe ich mich so langsam auf den Heimweg. Und ja, ich würde sagen, ich melde mich später nochmal bei euch. Ach, ich muss erstmal ein bisschen wach werden. So Leute, Sachen sind gepackt. Ich bin jetzt wieder auf dem Heimweg. Und ich hoffe, ein kleines spontanes Video hat euch gefallen. Ja, wenn ihr Bock habt, lasst mal einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal und seid beim nächsten Mal wieder live mit dabei. Gut, ciao, ciao.